Recht herzlich willkommen zur 22. Folge von Planet Nomads. Ja, wir müssen hier wieder was bauen, nämlich einen Generator, den Beacon. Wo geht der hin? Da geht der hin. Und mit der 3 kann man auch so ein Licht machen, ne? Den bauen wir da hin. Dann schalten wir um, dass wir das anschließen können. Es geht nur andersrum, oder was? Auch schön. Da, okay, da war ein Felsen, den habe ich noch nicht mal gesehen vorher. Auch schön zu sehen. Gut, dann sind wir da durch. Umschalten, T drücken und Hände sind wieder frei. Und E, und dann geht's im Bächen weiter hoch. Ja. Wenn es jetzt hell wäre, dann würde ich sagen, komm, lass uns hier was bauen, eine Basis oder sowas und mal weiter gucken. Aber in dem Dunkeln, da siehst du nichts. Das ist auch gar nicht, weiß gar nicht, wie da die Fläche ist oder sowas, wo du bist. Ist ein bisschen schlecht, ne? No data of something, ja. Keine Informationen. Ja, fahren wir Berg weiter hoch. Gucken, was da oben los ist. Frage, ob da was los ist, ne? Wie weit es noch ist, keine Ahnung. Das war jetzt hier gerade wieder so ein Baum, glaube, ne, den, wo ich sage, da ist kein Anfangsbiom gewesen. Das war so mehr so, keine Ahnung, Tannen oder sowas, wo wir waren, ne? Da ist ein Stein, da fahren wir mal ein bisschen nach rechts rüber. Das da hinten ist kein Stein, sondern da geht der Mond gerade auf. Wenn es denn ja Mond ist es, weil ein Planet hat immer Mond, ne? Wir haben ja in unserem Sonnensystem auch andere Planeten, die einen Mond haben. Vielleicht sind wir auch auf dem Mond und das ist der Planet, könnte ja auch sein, ne? Je nachdem, wie die Größenverhältnisse sind. Ist jetzt schwer zu beurteilen hier. Der könnte ja weiter weg sein und deswegen größer sein. Und wir reisen um den. Weiß man nicht. Ja, gucken wir mal, dass wir diesen. Ja, ich glaube, den Strauch, den können wir überfahren. Aber da links, das können wir alles nicht überfahren. Da müssen wir ein bisschen rechts rüber halten. Da sind auch noch ein paar Steine. Jetzt geht es einen Tacken runter. Was leuchtet denn hier jetzt gerade? So ist das der Mond. Ja, da ist auf jeden Fall der Horizont zu sehen, da geht es noch wohl höher. Gut. Da kommt ein Baum auf uns zu. Aber wir kommen daneben her. Ja, müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wenn es dann hell werden würde, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal die Reise unterbrechen und mal gucken, was wir machen, ne? Ja, was ich zuletzt im Forum von Planet Nomads gelesen habe, ist, dass sie ja schon ein anderes Biom gemacht haben. Zwei Bilder waren auch dabei, sah ganz schick aus, war Lava. Also ein Vulkanplanet könnte man dann produzieren oder sowas. Oder ein Lavaplanet, weil Vulkan habe ich gar nicht gesehen. Es war nur wabbernde Lava. Ja, das war's. Da. Es ist auch so, dass die gedacht haben, von jetzt an 2 Monate wollen sie in den Early Access gehen. Mal schauen, was das dann bringt. Ob man dann dabei vorankommt. Ob es dann noch ein Update vorher gibt. Stand da eigentlich so, dass man hier was sieht. Also ich habe ja, wie gesagt, letztens so ein Pferd da gesehen, was sie gemacht haben. Jetzt die Lava-Welt gesehen. Eigentlich wäre es mal Zeit, was Neues zu bringen, glaube ich. Das ist ja nicht so prickelnd viel gewesen, was jetzt gekommen ist. Da ist wieder ein Baum vor uns. Obwohl, ich fahre lieber rechts nebenher. Wir sind schon, wenn, zu weit von der Richtung ab, wo wir zuerst waren, meine ich. Aber ich kann mich auch täuschen. Irgendwo zwischen Südost und Nordost ist das, wo wir waren, ne? Zu sehen ist nix. Ja, Rückspiegel wäre jetzt ganz nett, ne? Zurückgucken kann man nicht, hoch kannst du, aber hinten ist nichts zu gucken. Da kann sie nicht rauslehnen oder sowas. Oder kann er? Ne, kann er nicht. Q macht nix und E ist ja eine Bedienungstaste. Ja, da müssen wir ein bisschen links wieder. Weil da dieser Busch ist, den kriegen, bei der Geschwindigkeit kriegen wir den nicht umgefahren.
Da ist wieder ein Stein und ein Baum. Gucken, dass wir neben beiden wieder herkommen. Das wird jetzt ein bisschen schneller, geht wieder ein bisschen bergab, oder was? Ja, okay, da kommen jetzt Wolken auf, es wird windig. Dadurch sieht man natürlich mehr, das ist immer ein kleiner Vorteil, ne? Windig ist es allerdings in dem Sinne nur in der Geräuschkulisse. Die Bäume selber bleiben so stehen. Die sind hart im Nehmen, ne? Also die Berge da hinten, das sieht noch ganz schön weit aus, ne? Würde ich jetzt so sagen, ne? Ja, jetzt wird's wieder ein bisschen schneller. Wir fahren runter. Da ist noch ein Busch. Ich glaube, wir können gerade mal gucken. Oh, der Beacon ist schon nicht mehr zu sehen, oder wie sehe ich das? Ah, jetzt sind wir wieder hier gefangen zwischen zwei Rädern, ne? Hat ja gut geklappt, ne? Kein Beacon mehr zu sehen. Ist jetzt hier so eine Stelle, wo ich sagen würde, hier könnte man auch, ne? Guck mal, wir sind abgedriftet. Ja, dann wiederum 5, 4 und 3. Tap. Strom von da. Macht das schon, ne? Nach da und nach da. Tap wieder raus. T gedrückt und wir sind wieder frei. Ach, warte mal, wir gucken zur falschen Seite. Nein. Passt schon, ist nichts zu, weil das Auto fährt ja nach da. Ja, dann ist da schon der Beacon weg. Oh, sind wir doch ganz schön weit schon gefahren, dass wir den nicht mehr sehen, oder? Haben wir den vergessen einzuschalten oder so? Ich glaube nicht. Weiter geht's. Hier ist eine Ebene, ne? Ist vielleicht der Beacon wäre jetzt auch gar nicht so schlecht hier zu sagen, komm, hier bauen wir was, aber es geht. Da, nee, ich glaube, wir machen hier mal was. Hier ist so eine Anhöhe. Kann man sehen. Hier ist relativ gerade, ne? Tja. Hier sind wir noch höher. Lass uns mal hier was bauen. Ne, das ist der falsche, ne? Wir brauchen die Kreissäge. Macht er was? Jo, macht er. Über Kopf weg, ne? Ganz gefährliche Geschichte. Oh, das war aber Wahnsinn, oder? Wo der hingeflogen ist. Können wir den jetzt weiter bearbeiten? Oh, weg ist er. Ja, okay. Hier Stein. Den kriegen wir auch weg. Gucken, dass der weg ist. Ja. Da ist auch noch einer. Den machen wir auch weg. So. Jetzt ist hier aber nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Den machen wir auch weg. Gut, dann bohren wir den weg. Und dann ist erstmal gut, ne? Bisschen zurücklaufen, hier ist höher. Ah, da ist auch noch was, dann machen wir das auch noch gerade weg. Oh, hier ist aber ein Loch, ne? Das war doof, ne? Aber wir bauen ja am Boden, dann ist das alles halb so wild. Da war wahrscheinlich der Baum, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Sieht danach aus. Da können wir jetzt auch nicht durchgehen, ne? Ne. Kriegen wir den weg? Oh, interessant. Habt ihr gesehen? Das ist ja eine tolle Animation gewesen. Jetzt den noch wegmachen. Geht das? Ah, da muss man tiefer. Okay. Wunderbar. Gucken wir weiter. Den Baum noch. Den lege ich auch noch um. Die Späne und die fallen immer nach hinten weg und die machen tatsächlich so ein dickes Loch, ne? Hm.
So, der ist weg. Da ist noch was. Wieder umschalten. Den Stein auch wegmachen. Gut. Da ist noch was. Wieder umschalten. Weg ist es. Und da ist noch einer. Weg. Wenn wir schon dabei sind, ne? Räumen wir hier richtig auf, oder? Weg. Hier ist jetzt... Ich könnte wahrscheinlich, wer weiß, wohin laufen. Es ist immer irgendwo eine Anhöhe. Da müssen wir das Werkzeug nochmal wechseln für den Stein hier. Zu weit weg jetzt. So. Also hier ist jetzt der höchste Punkt so in dieser Anhöhe. Oh, hier gibt's Schnee. Ja, jetzt lass uns gucken, dass wir hier was hinbauen. Dafür müssen wir noch mal gucken, was wir haben. Basics nehmen wir mal, oder? Aber Basics ist keine Plattform. Dann doch wieder alles. Raised Floor. Eine Rampe. Dann nehmen wir den Raised Floor mal mit hier rein. Machen jetzt gerade was weg. Das weg. So, dann diese Treppe finde ich ja auch ganz nett. Da kann man die zweite Etage damit bauen und den Rest müssen wir dann gleich mal gucken, ne? So, das ist die 5 für den Raised Floor. Macht er auch jetzt hier nicht aneinander, oder was? Ist ja voll doof, oder? Klick doch da an. Interessant, ne? Wäre ja schön, wenn die aneinander pappen würden, ne? Machen sie nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Das ist ja voll doof. Gibt es auch eine andere Flur, wo das geht? Base Foundation. Dann nehmen wir die, ne? Gab's da auch noch was Größeres? Ne, ne. Das war schon das Größte, glaube ich, diese Base Foundation, oder? Okay. Ja. Die Base Foundation hier. Ist hier aber blöde zu setzen, ne? Jetzt kommt sie komischerweise aus der Erde raus. Hier aber geht's hier rein. So. Die snappt aber an, oder? Ach so, wir müssen Y drücken, ne? Achse ändern, ne? X ist es. Also das ist jetzt wieder so ein totaler Blödsinn. Das snappt jetzt wieder so doof an, ne? Ist das jetzt hier mit T zu bewältigen? Nee, ne? Das war anders, oder? Ne, B war das auch nicht. Einfach ein Teil auswählen und dann rechtsklicken. Genau so war das. Wir müssen wieder die 5 haben. Achse ändern. Viel zu hoch. Oh. Ich glaube, wir stellen uns oben auf diese andere Plattform und machen es dann da dran. Boah, dann baut der da so hoch jetzt, oder was? Also, das mit dem Baumodus, das ist richtig schlecht in meinen Augen. Der snappt jetzt hier nicht dran, ne? Jetzt tut er da dran snappen, aber an der falschen Stelle.
in der falschen Höhe jetzt, wie man gerade sieht. Eine Stufe im Haus will ich auch nicht haben und da ist es richtig, aber Glück gehabt, wa? Es ist rot, weil er mir das hier hoch, so senkrecht hochstellt, ne? So, jetzt müsste es total einfach sein, weil er hier zwei Ecken hat, ne? Der müsste sofort sagen, ja, da muss ich hin. Aber da geht nix, ne? Oh. So. Wie man jetzt sieht, sieht man jetzt nichts, ne? So, da noch einnehmen. Das ist Wahnsinn. Hallo. Gern so. Aber jetzt hoch. Das geht nicht. Wie baut der jetzt das daran, dass ich das habe, wie ich es haben werde, gerne wollen? Andere Achse. Drehen. Ansetzen. Und auf ein neues. Jetzt hat er sich gedreht, ne? Jetzt passt's. Oder? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Jetzt würde ich gerne da noch was dran bauen. Müssen wir mal gucken, dass wir es jetzt hier hinkriegen. Ja. Wieder falsche Achse dann ausgewählt. Das ist schwierig, kompliziert und ja, super, oder? So, würde ich sagen, ja, komm mal hier hin, aber so. Okay, wir haben ja nur eine Chance. Oh gut, das hat ja mal ganz schnell geklappt. Achse drehen. Zu weit vorne. Wunderbar. So, damit haben wir das Unterteil fertig. Jetzt gucken wir mal nach. Auf der 8 ist das eine Ecke. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Ecke hier schön hinkriegen. Sieht gut aus, oder? Gut, dann machen wir die 9. Nee, oder? Doch, die 9 ist ein Wandteil. Und da eine Tür, oder? Haben wir die Tür auf der 0 liegen? Ja. Gut, dann machen wir da ein Fensterteil hin. Das ist die 1, würde ich sagen. Geht das mit dem Fensterteil? Nee, das geht gar nicht mit dem Fensterteil, wie man sieht. Geht das denn mit der Ecke hier? Oder guckt man da auch nebenher? Da guckt man auch nebenher. Das ist auch nicht die richtige Wand. Oh Mann. Und da geht wieder gar nichts. Ja, das ist tricky hier. Y. Nochmal. Passt. Oh, jetzt ging's von alleine. Jetzt machen wir ganz viele Fenster da rein. Egal. Und da haben wir... Doch, da geht er jetzt mal. Die Ecke war die 8. Andere Richtung drehen. Macht er wieder nicht. Achse drehen.
Geht nichts mehr. Wunderbar, hat mal geklappt. Ja, und schon haben wir eine Seite fertig. Und hier müssen wir wirklich überlegen, weil das sieht doof aus, das mache ich dann wieder weg. Ja, es gestaltet sich wieder schwierig, ne? Ich glaube, dann muss das Teil hier sogar weg, weil falsche Ecke. Gut, aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir das dann weiter. Oh, jetzt kommt das hier noch nicht, geht noch nicht mal aus mit der Ecke. Du glaubst es nicht. Ah, okay, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.